Hallo und willkommen. Heute starte ich eine Reihe von Videotutorials zum Thema GIF-Hards. Ich habe hier schon mal die Form vorbereitet, in welche das Harz eingegossen werden soll. Das ist amerikanisches Walnussholz, wo hier ein Teil ausgefräst wurde. Hier kommt dann das Harz hinein mit einem Einbettungsgegenstand und ein bisschen einer Goldeinlage. Später wird das Ganze ein Fuß für einen Lampenschirm, den eine Kundin bei mir in Auftrag gegeben hat. Was brauchen wir jetzt aber zuerst für das Gießen? Natürlich das Harz, einmal hier von der Firma Pebeo. Das ist das kristallklare Harz, das wirklich wie eine Glasfläche aushärtet. Dann brauchen wir dazu den passenden Härter, auch von Gedeo. Das wird beides zusammen geliefert. Wir brauchen dann Gefäße, um die richtige Harz- und Härtermenge abzumessen. Braucht natürlich einen Behälter, um Harz und Härter zu vermischen. Ich habe mir einfach so Silikonbackförmchen gekauft. Die sind leicht zu reinigen und durch die Form, durch das Biegsame, kann man auch schön dann gießen. Und natürlich muss alles gut verrührt werden, Harz und Härter. Einfach ein kleines Holzstäbchen. Was ich noch ganz wichtig finde und euch ans Herz legen möchte, achtet auf eure Gesundheit. Gerade beim Harzgießen treten Styroldämpfe auf, die einfach gesundheitsschädlich sind. Bei dem Harz von der Firma Pebeo Gedeo ist der Geruch sehr minimal. Man mag ihn zum Teil vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber er ist definitiv gesundheitsschädlich. Also habe ich hier eine Maske von der Firma 3M. Es gibt da auch noch Masken mit mehr Schutz, aber fürs Erste tut es die auf alle Fälle. Und ganz wichtig, ihr werdet immer mehr oder weniger beim Gießen mit dem Harz in Berührung kommen. Schützt unbedingt eure Haut davor. Wichtig ist, nicht einfach irgendwelche Handschuhe zu verwenden, sondern Nitrilhandschuhe. Denn ansonsten seid ihr vor den Chemikalien eben nicht geschützt. Gut. Zuerst habe ich mir berechnet, wie viel Harz und Härter ich für den Guss brauche. Ich werde in zwei Schichten gießen, damit der Einbettungsgegenstand nicht direkt auf dem Holz zu liegen kommt. Ich kann euch zeigen, was eingebettet wird, wenn ich es aufbekomme. So. Ich habe hier kleine Häkelblüten, die ich mit Nähseide gehäkelt habe. Und die dann hier in diese Stelle, in diese ausgefräste Stelle eingebettet werden. So, die gebe ich jetzt erstmal raus. Die benötigen wir jetzt natürlich noch nicht. Bevor ich das Harz vorbereite und gieße, ist es wichtig, dass wir hier eine Begrenzung bauen. Und da beginne ich damit, erstmal diese Stellen mit so Panzertape abzukleben. So, wie ihr seht, habe ich jetzt mit Panzertape hier die Öffnungen begrenzt. Das ist deswegen wichtig, um zu verhindern, dass zu viel von dem Harz ausfließt, und dieses Tape bietet da einen ganz guten Schutz davor. Das reicht jetzt in meinem Fall natürlich noch nicht aus, deswegen werde ich mit Schraubzwingen und so kleinen Holzbrettchen noch eine zusätzliche Begrenzung bauen. Zuerst habe ich mir ausgerechnet, wie viel Harz ich für die Grundschicht benötige. Insgesamt brauche ich 54 Milliliter für die erste Schicht. Und dabei ist zu beachten, dass das Harz und der Härter in einem Verhältnis von 1 zu 2, also ein Teil Härter zu zwei Teile Harz vermengt werden. Das heißt, die 54 Milliliter geteilt durch 3 sind 18 Milliliter, und ich brauche 18 Milliliter von dem Härter
und 36 ml von dem Harz. Und das werden wir jetzt als erstes mal abmessen. Dazu gebe ich die Form nochmal zur Seite. Stelle mir alles hier bereit. So. Dann einmal die Atemschutzmaske aufgesetzt. Jetzt könnt ihr mich hoffentlich immer noch genauso gut verstehen, aber Sicherheit geht vor. Einmal Handschuhe. Nochmal der Hinweis, es müssen Nitrilhandschuhe sein. Vielleicht studiert der eine oder andere von euch Tiermedizin. Dort braucht ihr auch die Nitrilhandschuhe, wenn ihr mit den Präparaten in Kontakt kommt, die mit Formaldehyd fixiert sind. So, jetzt kann es losgehen. Ich nehme als erstes das Harz. Und fülle mir 36 Milliliter ab. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal 20. So, wie ihr seht, das ist sehr zähflüssig, das Harz. Ich werde jetzt einfach auch so frei sein und nicht 36 und 18, sondern 40 und 20 machen, bleibt sich vom Verhältnis gleich. Und es bleibt ja auch immer ein bisschen Rückstand in der Form. Und dann passt es auch ganz gut, wenn man ein paar Milliliter mehr macht. So, alles einmal rausholen. So. Jetzt haben wir einmal 20. Nochmal zur Seite, brauchen wir nochmal 20. Ups. Bisschen. So. Okay, ich verschließe das jetzt gleich vorab wieder. Alles wieder hineingegossen. Schau, dass ich möglichst alles hier rausbekomme. Okay. Das sollte reichen. Stelle ich das zur Seite. Und dann brauchen wir jetzt den Herd als nächstes. Für den Härter verwenden wir jetzt eben nicht die 18 Milliliter, sondern die 20. Der Härter ist sehr flüssig, das heißt, den können wir jetzt schöner eingießen. Ups, und am besten nicht so wie ich über dem Harz das schon eingießen. Und verschütten. Da seht ihr jetzt auch, wie gut das ist, wenn man die Unterlage schön abgedeckt hat. Hier sind schon die ersten Flecken, die sonst auf dem Holz wären. So, das gebe ich jetzt auch noch mit drauf. Da muss man nicht viel auskratzen, das lässt sich schön ausgießen. So, und jetzt ist wichtig, dass ihr alles gut miteinander vermischt. Also sich da wirklich schön Zeit lassen beim Vermischen. Da bilden sich dann auch so Schlieren und es muss wirklich alles schön vermischt werden, sonst bekommt ihr später kein gutes Ergebnis. So. In meinem Fall war das jetzt ein bisschen dumm, die kleine Silikonform zu verwenden, weil wir eben doch eine große Menge haben. Insgesamt jetzt 60 Milliliter.
Und das lässt sich jetzt hier drin ein bisschen schwer mischen, weil ich sonst hier alles zum Überlaufen bringe. Also nehmt für größere Mengen auch ein entsprechendes Gefäß immer. So. Während ich jetzt mische, mache ich jetzt für euch eine kleine Pause, da müsst ihr mir jetzt nicht zuschauen, und geht gleich später weiter beim Gießen. So, jetzt habe ich hier meine Form, in die das Harz gegossen wird. Und die werde ich jetzt erst noch mit einer zweiten Schraubzwinge an der Werkbank befestigen, damit später da nichts verwackelt. Damit das Holz geschützt wird, lege ich noch ein kleines Tuch unter. So. Und jetzt einmal das Ganze schön festgedreht. So. Wie ihr seht, da wackelt nichts mehr. Und nun kommt eigentlich ein ganz einfacher Schritt. Ich schaue nochmal, ob hier alles staubfrei ist, damit wir später nichts mit eingießen. Noch einmal kurz auswischen. Und dann nehmt ihr einfach das vorbereitete Harz. Es gestaltet sich bei mir jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ja die Form, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen klein gewählt ist. So, jetzt schaue ich mal, dass ich das richtig zum Fassen kriege. Und jetzt einfach das Harz vorsichtig hier eingießen. Wie ihr seht, ist jetzt total schön flüssig. So. Jetzt die Reste auch noch rausholen. Wunderbar. Jetzt habe ich hier ein bisschen gekleckert. Das nehme ich jetzt gleich hier noch mit einem Tuch weg. So. So, jetzt haben wir hier das Harz eingegossen. Wie ihr seht, das ist spiegelklar. Sieht, finde ich, wunderschön jetzt schon aus. Und ich werde das Ganze jetzt für einige Zeit stehen lassen. So eine Stunde, bis es geliert. Und dann werde ich die Blüten auflegen. Die Blüten sind aus Stoff. Das heißt, sie werden sich vollsaugen und dann ein bisschen absinken. Aber eben dadurch, dass ich warte, bis das Ganze geliert, sinken sie nicht ganz bis zum Boden ab. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis... So, wie ihr seht, habe ich jetzt bereits die Häkelblüten hier in die erste Schicht von dem Harz hineingelegt. Die Blüten haben sich jetzt mit dem Harz natürlich vollgesaugt. Und im nächsten Schritt werde ich mir jetzt nochmal Harz anmischen und in diese Mischung auch Goldpartikel hineingeben. Ich verwende dafür Blattgold von Credo. Und nehme mir einfach so ein Blatt heraus und zerbrösel das in die Mischung hinein. Ich werde das jetzt mal vorbereiten und euch dann später nochmal zeigen. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt in meine Harzmischung das Blattgold hineingebröselt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade hier so gut erkennen kann. Hier seht ihr das Gold drin. Habe ich einfach von dem Gold mit dem Pinsel immer wieder so kleine Stückchen abgemacht und hier gut vermischt. Ich werde jetzt das Ganze auch nochmal verrühren, bevor ich das jetzt eingieße, dass das Gold überall schön verteilt ist. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch ein größeres Gefäß genommen, damit ich nicht wieder hier Probleme beim Vermengen und beim Gießen habe. So, die Goldpartikelchen alle schön nach unten steifen. Und dann gießen wir jetzt das einfach oben drauf. Ich habe jetzt auch extra mehr Harz angemischt,
weil ich das alles so befüllen möchte, dass es überläuft leicht, damit wir später das alles in einer Ebene glatt schleifen können. Ich möchte nämlich, dass das Holz und das Harz eben wie ein Stück aussieht. Und dafür müssen wir das alles nochmal anschleifen. So, die letzten Reste. In dem Fall hätte man jetzt sogar noch ein bisschen mehr Harz anmischen können, damit es noch besser überläuft. Aber es muss jetzt reichen. So. Ich werde dann einfach später von dem Holz von oben so viel abnehmen, dass wir eine schöne plane Fläche bekommen. So. Okay. Aber wie ihr seht, jetzt gucken wir mal so. Wie ihr seht, läuft es eben hier auch jetzt schon schön über. Und es ist genau das, was ich möchte, damit ich das später alles schön plan schleifen kann. Man sieht jetzt auch die Goldpartikelchen, die drin schwimmen. Und ich probiere es mal einzufangen. Genau, das Harz ist also so spiegelklar, dass man sogar die Lampe, die ich hier oben drüber habe, hier in der Reflexion sieht. So. Jetzt werde ich hier nochmal mit einem Tuch einfach hier die Tropfen wegnehmen. So. Genau. Und in der Zwischenzeit habe ich mir jetzt auch ein anderes Feuerzeug besorgt und werde jetzt versuchen, nochmal mit dem Feuerzeug die kleinen Luftbläschen, die sich durch das Vermischen und auch durch das Einrühren von dem Gold natürlich im Harz bilden, einfach nochmal platzen zu lassen. Das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Muss man vielleicht manchmal nur ein bisschen Geduld haben. Aber die kann man wirklich einwandfrei mit Feuer, mit dem Feuerzeug hier alle wegbringen. Kann man wirklich richtig sehen, wie die so wegploppen. Für größere Flächen ist es dann vielleicht einfach besser, wenn man einen Bunsenbrenner verwendet oder etwas Ähnliches. Denn mit dem Feuerzeug ist es dann schon auch schwierig, weil es einfach heiß wird und man immer Gefahr läuft, sich zu verbrennen. So, ich bin jetzt ganz zufrieden damit. Die kleinen Luftbläschen sind weg. Das Harz ist eingegossen und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass das Ganze aushärtet. Das ist, nach 12 Stunden ist es hart. Da kann man dann bereits hier die Begrenzungen abmachen. Aber wir lassen es dann noch weitere 12 Stunden, also insgesamt 24 Stunden, komplett aushärten. Und dann können wir mit dem Schleifen beginnen. Und dafür werde ich dann wieder ein neues Video für euch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein möchtet, abonniert einfach meinen YouTube-Kanal. Oder besucht auch gerne mal meine Webseite unter www.violafritsch.com. Tschüss!